Es ist unbestritten. Das ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Die Menschen wollen gesunde Lebensmittel haben. Die Menschen wollen die Sicherheit haben, dass das Wasser auch in Zukunft noch vorhanden ist, dass in diesen Bereichen nichts privatisiert wird. Und die Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, was sie essen. Wie belastet das Essen ist, möglicherweise mit Pestiziden und andere Dinge. Die Diskussion um Glyphosat kennen wir. Und daher gibt es auch hier zwei ganz konkrete Maßnahmen, die wir uns vornehmen müssen und werden. Das eine ist schon gesagt worden in der Vergangenheit, da werden wir stabil bleiben, da werden wir mit Sicherheit in keinster Weise seitens der Sozialdemokratie im Burgenland eine andere Meinung fassen. Es gibt vielleicht auch in der Sozialdemokratie dazu die eine oder andere Meinung, aber für uns ist klar, wir brauchen im Nordburgenland, wir brauchen im Bereich des Bezirks Neusiedls die Verlängerung der Breitspur mit einem Endterminal nicht und die wird mit der Sozialdemokratie nicht kommen. Der zweite Aspekt, der in diesem Bereich für mich sehr wichtig ist, es ist nett, es kommt bei allen gut an, wenn wir sagen, wir wollen kein Glyphosat auf unseren Feldern, wir wollen keine Pestizide in unseren Lebensmitteln, wir wollen kein Nitrat in unserem Wasser. Aber die Frage ist, was machen wir dagegen? Die Frage ist, wie und wie können wir mit den Landesmöglichkeiten, mit unseren Kompetenzen auf Landesebene dagegen auftreten? Und wenn man sich diese ganze Situation und diese Entwicklung genauer anschaut, die ja sehr geprägt ist von den Förderungen, EU-Förderung, Bundesförderung, kofinanzierte Förderungen auf Landesebene, dann werden wir, und das ist unser Ziel und ich hoffe, dass wir das umsetzen können, ich sage es auch ganz bewusst, weil es eine sehr diffizile Frage ist und auch eine kontroverselle Frage ist, aber mein Ziel ist es, im Burgenland keine Landwirtschaftsförderungen mehr zu bezahlen an Betriebe, die Glyphosat verwenden. Mein Ziel ist es,